Ja, eine fröhliche Adventszeit, einen fröhlichen Dezember, eine fröhliche Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr seid schön eingekuschelt in eure Decken. Ich bin der Lars, mich kennt man aus SceneTake TV, einem Kanal, der nicht mehr so ganz hundertprozentig bespielt wird, und dem Kanal Oberocken, einer Mockumentary, also einer fiktiven Dokumentation über eine Kleinstadt am Rhein. Ich glaube, die sind so ein bisschen assi. Oh, Himmel. Heute wirst du zum Mann! Ich bin Schauspieler und Sprecher und der Micha und ich, wir kennen uns schon relativ lange, also der Master Jam. Ja, und er hat mich gefragt, hast du Lust, Witze zu erzählen? Da habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon und ich kenne da so ein paar, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt eigentlich nicht der klassische Witzeerzähler. Ich kenne zwei Schneckenwitze, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also fangen wir mit dem harmloseren Witz an, finde ich. Trifft eine Schnecke eine andere Schnecke mit einem blauen Auge und da fragt sie natürlich so, was hast du denn gemacht? Und dann erzählt sie, ja, ich kriech so und plötzlich schießt ein Pilz aus dem Boden. Wollen drei Schnecken über die Straße. Sagt die eine Schnecke, oh, da kommt ein Bus. Wo? Da. Unterhalten sich so zwei Typen. Sagt er so, ja, ich spiele jetzt auch im Quartett. Ja, echt? Cool. Wie viel seid ihr denn? Ja, zu dritt. Und wer? Ja, ich und mein Bruder. Du hast einen Bruder? Ja, nee. Ich freue mich jedes Mal von dir zu hören und ich wünsche dir und euch Zuschauern da natürlich auch eine wunderschöne, besinnliche Adventszeit. Esst viele Kekse, backt viele Kekse. Wenn ihr diese dann gebacken habt, könnt ihr die dann auch direkt wieder essen. Abonniert diesen Kanal, abonniert Oberocken, abonniert SceneTake TV und natürlich den Master Jam, aber das macht ihr garantiert schon alles. Also in diesem Sinne, tschüss.